Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Ich habe jetzt mal 3 Nächte über diese Situation hier geschlafen. Und zwar werde ich mit euch jetzt noch 3 Folgen aufnehmen. Und dann, ich habe ja das Problem, dass ich gerade im Voraus aufnehme, ne? Wir haben heute den 20. März. Das kann ich euch hier auch noch mal zeigen. Wir haben den 20. März. Ihr wisst noch gar nicht, dass dieses Let's Play bei euch kommen wird. Und somit könnt ihr mir natürlich noch kein Feedback geben. Aber ich nehme jetzt noch 3 Folgen auf. Dann sind wir bei 20 Folgen. Und bis dahin werde ich auch irgendwann Feedback von euch bekommen. Und dann, wenn das Feedback positiv ist und ihr noch mehr Supermarket Simulator sehen wollt, dann spielen wir das einfach im Livestream weiter. So ist mein Plan. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, wie das Let's Play ankommt. Ich verstehe, wenn das nicht so mega ankommt, weil das Spiel ist doch sehr ruhig, ne? Es gibt keine Musik. Es ist sehr repetitiv. Es ist fürs Zuschauen wahrscheinlich langweiliger als beim selber Spielen. Das weiß ich auch. Deswegen ja. Gucken wir mal, was wir jetzt noch die nächsten 3 Folgen erleben. Und dann entscheide ich, wie es weitergeht. Beziehungsweise ihr entscheidet. Je nach eurem Feedback. Geht's weiter oder auch nicht? So, genug geredet. Wir helfen jetzt mal Hugo beim Einräumen. Und ich weiß auch gar nicht mehr. Ich glaube, wir hatten auch noch nicht nachbestellt. Ja. Mal sehen. So, ich weiß, ich habe jetzt nicht aufgepasst, was Hugo schon aufgefüllt, das hat er auf jeden Fall schon aufgefüllt, was wir noch auffüllen können. Joghurt und Getränke. Das sieht auch gut aus. Das ist nicht der Joghurt, egal. Das Joghurt. Vielleicht bestelle ich aber auch. Was ist hier eigentlich los? Vielleicht bestelle ich aber auch einfach jetzt schon mal nach. Lass Hugo noch ein bisschen einräumen. Und wir starten dann den Tag. Weil bis ich bestellt habe und alles eingeräumt. Also. Toast. Oder Zucker. Erstmal wieder die Reihenfolge hier finden. Also Toast. Oder Zucker. Spaghetti. Nudeln. Ja. Rotes Mehl, blaues Mehl. Er räumt halt jetzt noch ein, ne? Ich weiß nicht, was er alles noch wegnimmt. Auf jeden Fall Toilettenpapier. Nehme ich mal 4. Was haben wir hier noch? Soda ist genügend da. Davon ist auch genug, denke ich. Ja, was haben wir hier? Da haben wir auch ausreichend da. Das sind die leeren Kartons. So, dann haben wir Reis und Meister Propper. Meister Propper.
Und Reis. Milch. Ach, hier ist noch Meister Propper. Ja, ich nehme mal noch Milch mit. So. Verliere ich direkt meine Stimme. Räum das mal. Achso. Mal hier rein. Eine Rolle fehlt, also eine Packung fehlt noch. Und ab ins Lager damit. Ich weiß nicht, wäre das Spiel denn auch was für euch? Würdet ihr das auch spielen oder seid ihr nicht so die Simulatoren-Spieler? Ich muss ja sagen, ich spiele sehr, sehr, sehr gerne Simulatoren. Ne? Ich hatte es ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Den Gas Station Simulator fand ich auch richtig gut. Ich habe einfach schon so viel auch gespielt, dass ich das gar nicht mehr so zusammenbekomme, was da alles schon auf meinem PC lief. Aber Simulatoren sind voll meins. Da kommt man nämlich nach der Arbeit nach Hause, geht an den PC und arbeitet. Das meinte letztens, so heute, auch eine Freundin zu mir zum Thema Simulatoren. Die spielt auch super gern Simulatoren. Übrigens, ne, ihr könnt mal vorbeigucken. Die liebe Susi Lou LP. Die spielt auch Spiele hier auf YouTube. Ist eine sehr, 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 sehr gute Freundin. Und schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Die spielt auch. Naja. Also ihr könnt bei ihr zum Beispiel Pacific Drive sehen. Ich weiß nicht so richtig, ob das ein Simulator ist. Ich glaube eher nicht, aber. Guckt mal bei ihr vorbei. Sie spielt auch ganz viele Story-Games. The Last of Us, The Last of Us 2, God of War, ganz viel. Life is Strange hat sie letztens auch gespielt. Ja, also da findet ihr eine große Auswahl. Da ist bestimmt was dabei, was euch gefällt. Und lasst liebe Grüße von mir da. So, genügend Werbung, aber gern gemacht. Wir sind jetzt mit unserem Laden hier noch beschäftigt. Aber ich glaube, ich mache den gleich auf. Und Hugo kann in der Zwischenzeit noch fertig einräumen. Moment mal. Was habe ich jetzt hier verpasst? Hallo? Also, haben wir jetzt Nachtschicht? Das ist ja spannend. Okay. Stimmt, hier stand die ganze Zeit. Nee, hier stand die ganze Zeit closed. Hä, was ist hier passiert? Ich glaube, das ist so nicht richtig. Wir starten einfach mal einen neuen Tag. Hab ich irgendwas verpasst? Hä? Ah, okay. Schoko und Müsli. Was sind Schokoriegel? Ich bin immer noch verwirrt. Versteh's gerade nicht. Warte mal, was für Schokoriegel?
Noch die. Habe ich mir die nicht gerade angeguckt? So, ich könnte 4,20 machen. Okay. Die Verwirrung ist verwirrt. Okay, jetzt. Gut. Kundschaft darf eintreten, bitte. Hugo wartet schon. Vielleicht können wir uns nach dem Tag heute doch direkt noch eine Produktlizenz, obwohl, weiß nicht, vielleicht noch 1, 2 Tage können wir uns vielleicht noch eine Produktlizenz kaufen. Regalplatz haben wir ja aktuell. Ich war jetzt 3 Tage nicht arbeiten, ja. Ich habe das vergessen mit dem Kassieren, wie das geht. Wie er sich einfach hinten angestellt hat. Der Herr. So, ich wollte mal testen, ob ich hier eigentlich auch. Nee, hier kann ich nicht mit Leertaste bestätigen. Schade. Okay. Dabei gab es doch bei dem Spiel gar kein Update. Oh. Ein bisschen erschrocken, dass der ja plötzlich hier stand. Aber ich muss sagen, okay, ihr jetzt vielleicht nicht. Grundsätzlich werden die Einkaufswerte immer höher. Weil die jetzt eine viel größere Auswahl bei uns bekommen. Stimmt, ich hatte überlegt, ob wir noch einen zweiten Lagermitarbeiter einstellen. Das Problem ist, ich glaube, wir müssen Supermarkt Level 20 oder sowas sein. Weil dann würde das auch zwischen den Schichten schneller gehen mit dem Auffüllen und wir könnten schneller den Laden wieder öffnen. Ich müsste dann nur nachbestellen und ins Lager räumen. Aber den Rest würden die beiden ja dann übernehmen. Aber wir gucken mal nach dem Tag, wenn ich es nicht vergesse. Muss ich mir eigentlich Sorgen machen um Regale? Um es auffüllen. Ich gehe gleich mal mit gucken. Ich möchte nicht, dass Hugo das Gefühl hat, ich lasse ihn hängen.
Aber tatsächlich. Oh. O-Saft. Bist du O-Saft? Un momento. Ach, er hat tatsächlich O-Saft aufgefüllt gerade. Naja, gut. Habe ich jetzt zu viel raus? Nee. Cola. Haben wir noch Cola? Ich weiß, das ist jetzt mit den Versandkosten nicht das günstigste. Also mit den Lieferkosten. Ach, er hat sogar die Cola auch gerade wieder aufgefüllt. Der Hugo, der ist echt gut, ne? Grundsätzlich, gerade so um tagsüber nachzubestellen, wäre es natürlich nicht verkehrt, den PC hier oben zu haben. Der Hugo. Der hat es richtig drauf. Der hat jetzt nämlich gerade den Schoko, Erdnussaufstrich nachgefüllt. Ich weiß nicht, ob ich noch Milch da habe. Und der Joghurt ist auch ein bisschen Ladenhüter. Aktuell. Vielleicht ändert sich das noch mal. Die Karte nicht zu greifen bekommen. Und 32, 20. So. Dann, können wir jetzt zumachen. Ich gehe mal kurz gucken, weil Nachbestellen wieder eigentlich mehr sind zuerst. Oh mein Gott, die ganzen Rechnungen. Ich habe schon, glaube ich, ewig. Geht. So, nee. Ja, Supermarkt Level 22 brauchen wir. Schade, 4 Level noch. Weiß nicht, ob wir das in den nächsten 2 Folgen noch schaffen. Was haben wir denn hier noch? Hm. 1950. Wenn wir noch einen Tag warten, dann können wir uns ja noch entweder die Sushi-Produktlizenz oder die Kaffee-Eier-Lizenz holen. Oder wir holen jetzt die mit Butter und Pommes und Pizza. Ist auch nicht schlecht.
So, wir bestellen aber. Wir müssen ja doch erstmal. Also ich vergesse das immer. Ich will irgendwie, ja, 3 Tage nicht gespielt und komplett die Steuerung vergessen. Okay, wir haben das und. Oh, ich bin auch doof. Ich hätte, naja, die Versandkosten hätten wir uns sparen können. So, die Pizza muss die in den Kühlschrank. Gefrierdings. Oh no! Gefriertruhe. Ja, Mist. Dann wird es vielleicht jetzt ein bisschen knapp. Mit dem Geld heute. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Dass Pizza in den Gefrierdingsbums muss. Was haben wir hier noch? Kartoffeln. Wow. Noch mehr Müsli. Ja, Mensch. Natürlich jetzt gerade nicht schön sortiert. Das könnte man mal in Ruhe noch neu sortieren, dass die ganzen Müslis beieinander stehen. Das kann ins Lager. Dachte ich mir doch, dass das auch hier rein muss. Butter muss bestimmt in den Kühlschrank. Die müssen bestimmt auch ins Gefrierfach. Oh oh. Ja, ich habe das nicht bedacht. Dann wird es halt ein bisschen weniger mit Nachbestellungen geben. Können natürlich auch einen Kredit aufnehmen. Es wird hier nicht mehr reinpassen, oder? Nee. Okay. Jetzt müssen wir aber noch Preise vergeben. Hä, warte, habe ich von. Ich habe doch zwei Plätze. Kann ich doch hier hinstellen. Das war nicht der Plan. Gut. Ach, schön, dass hier noch, oh, noch mehr offenes Toastbrot ist.
Okay. Wir können jetzt nur das Nötigste nachbestellen. Ich habe ein bisschen fehlkalkuliert. Ist vielleicht aufgefallen. Aber was soll's? Passiert den Besten. So, wir müssen die. Ich bin schon wieder abgestorben. Wir müssen die Preise setzen. Hier machen wir 55. Hier machen wir 280. 1, 2, 3. Vier, fünf, sechs. Okay, wir haben alles verpreist. Wir brauchen auf jeden Fall Bleichmittel. Dann brauchen wir Nudeln und Spaghetti. Spaghetti. Wir brauchen die Tabs, die sind so teuer. Müsli. Lass die Tabs mal weg. Gummibärchen. Oder was das hier ist, Süßigkeiten. Brauchen diese Kuchen. Die hier. Wir brauchen Meister Propper. Wir brauchen Erdnussaufstrich. Und wir brauchen das. Vielleicht schaffen wir es ohne Kredit. Ja, aber jetzt ist die Folge ja schon gleich wieder rum. Hier noch auf. Und dann gucken wir uns an, wie das mit dem neuen Sortiment so funktioniert. Dann werden wir aber erst wieder mal ein bisschen Pause machen müssen, bevor wir das nächste uns kaufen, weil ja. Irgendwie muss ich aber auch sagen, es steht hier nie dabei, wenn ich so eine Lizenz kaufen will, was ich dafür für Hilfsmittel brauche. Also Regale und so, meine ich. Das steht nicht dabei. Hätte ich auch selber drauf kommen können, ne? Dass Tiefkühlpizza wahrscheinlich in ein Gefrierfach muss. Aber ihr könnt nicht so viel von mir verlangen. So, das passt schon. Oh, Milch.
Ja, das Geld ist jetzt weg. So, aber ich wollte die Folge beenden. Die Zeit ist rum. Wir sehen uns morgen wieder mit der nächsten Folge. Supermarket Simulator. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja. Ne? Also, ich will das noch schnell mit euch einpacken. Ich kann sonst nicht aufhören. Ja, also ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bin auf jeden Fall da. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Und dann bis morgen. Bye bye.